Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch ein paar Tipps und Tricks für die Woche 4 Herausforderungen der Season 8 geben. Die sind jetzt gerade rausgekommen und ich würde sagen, wenn euch dieser Kanal gefällt, ihr in Zukunft keine Videos auch mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und dann gehen wir direkt in die Runde. Ich nehme pures Gold, weil man zum Beispiel als Herausforderung Kills mit einer schallgedämpften Waffe hat. Das kann man natürlich mit einer schallgedämpften Maschinenpistole ganz gut machen oder mit der schallgedämpften Scar. Ich weiß nicht, was da wirklich leichter ist. Außerdem muss man auch zum Beispiel Schätze durchsuchen und ich glaube, die sollte man im puren Gold am leichtesten finden. Sagen, ich gehe jetzt einmal in die Runde und dort sehen wir uns gleich wieder. Direkt nach Tilted Towers runtergehen, denn das ist die erste Challenge, beziehungsweise die erste Phase einer Challenge. Und zwar muss man als erstes in Tilted landen. Ich denke, man sollte auch jeder verstehen. Und wenn man dann schon in Tilted gelandet ist, dann sollte man versuchen, dort hinzugehen, um irgendwie durch Gebäude mit der Piratenkanone zu fliegen. Aber ich weiß gar nicht, ob die Challenge war, schieße. Ach so, genau, man muss sich selbst nämlich mit der Piratenkanone da durchschießen. Dann könnte man sich zum Beispiel nach Greasy Groove, also da zum See rüber schießen. Und von dort aus kommt man ja relativ schnell wieder zurück und sollte dementsprechend in möglichst wenigen Runden möglich sein, diese Herausforderung zu erledigen. Ich habe ja auch direkt schon eine schallgedämpfte Scar. Also es geht hier wirklich sehr easy im Modus, da ich das nun aus so ziemlich jeder Kiste irgendwie oder relativ schnell zumindest eine schallgedämpfte Scar findet. Die brauche ich eher nicht. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch noch versuchen, nach Pleasant Park zu gehen, um dort ein paar Kills zu holen. Ich denke mal, die Piratenkanonen sollten am leichtesten entweder bei Lazy Lagoon sein, warte. Aber wenn man dann da oben immer geht, sich rüber zum Schiff schießt und zurück, dann sollte man ganz gut Gebäude zerstören können. Denke ich zumindest. Und damit sollte man das in möglichst wenig Runden schaffen können. So. Ich trinke jetzt einmal den Chucky. Des Weiteren müsst ihr auch 60 Gegner überleben. Das heißt, wenn ihr schon irgendwie dabei seid, das da zu absolvieren, solltet ihr auch versuchen, dann nicht in jeden Fall zumindest zu gehen. Ah, ich glaube, 60 Gegner überleben ist für die erste Staffel auf jeden Fall entspannt. Keine trifft. So. Erst kill ich den Gegner jetzt da. Ah, war schlecht gespielt. Nun gut. Auf jeden Fall kann man ja auch hier immer noch die Challenges nachgucken. Damit bin ich auch schon mal bei Tilted Towers gelandet und so könnt ihr auch direkt die nächste Challenge sehen. Wenn ihr dann übrigens auch schon dort seid, könnt ihr auch direkt den Kugler nehmen. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal in eine neue Runde. Bis gleich. Die nächste Staffelung der Lande-Herausforderung ist, dass man bei Junk Junction landen muss. Es passt natürlich auch ganz gut damit zusammen, dass man dann Junk Junction erstmal looten kann, vielleicht einen Piratenschatz findet, beziehungsweise eine Schatzkarte. Und dann kann man aber auch noch nach Pleasant Park weitergehen, um dort die Kills zu machen. Des Weiteren muss man ja auch immer den Kugler nehmen, den kann man dann auch da oben bei der Expeditionsbasis über Pleasant Park holen. Und die weiteren Challenges, also die einzigste Challenge, die man dann eben halt nicht direkt machen kann oder eben halt was eher schwieriger wird, ist eine Piratenkanone durch Gebäude zu schießen. Aber vielleicht kann man es einmal machen. Da oben ist ja eine Piratenkanone, aber das Ganze ist natürlich nicht so leicht, weil man ja sich durchaus
ziemlich weit schießen muss. Man kann sich natürlich auch mit der, oder man kann mit der Piratenkanone zum nächsten Gebäude fliegen. Ich hoffe, dass es überhaupt als Junk. Oh, zum Glück zählt es noch als Junk Junction. Ah, da kann man sich dann zum nächsten Gebäude schieben, um dort die Kills zu machen. This feeling is so amazing. Ich habe keine Waffe. GG. Ich werde mich mal, ich werde jetzt noch mal euch zeigen, wie man das möglichst leicht mit der Kanone auf jeden Fall machen kann. Hoffentlich ist hier wenigstens eine Kiste. Ehrenwert. Ah ja. Hier beim Baumstamm kann man auch immer unendlich Materials gefühlt farmen. Jedenfalls erstmal da jetzt runterrutschen. Und jetzt kann ich hier so einsteigen. Und dann hat man schon ein paar Gebäude. Wo man durchgerammt ist. Wie viele waren das jetzt? Genau, 4 Gebäude auf jeden Fall schon mal. Das wiederholt man einfach ein paar Mal hintereinander. Dann hat man es auch schon. Ich glaube, es zählt sogar, wenn man sich selbst immer wieder Gebäude baut. Das dürfte auch dazu zählen. Wie ihr seht, hier habe ich schon wieder eine stark gedämpfte Ska, womit ich dann die Kills letztendlich machen muss. Das heißt, das ist auch extrem easy. Da muss man nur hoffen, dass man noch die Schatzkarte findet. Und mehr ist das dann auch eigentlich nicht. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal gleich zeigen, was die anderen beiden die anderen drei Lande-Challenges sind. Und was man, nachdem man die Challenge gemacht hat. Ah. Das war gut. Nachdem man die Challenge gemacht hat, überlebe 60 Gegner im Verlauf eines Matches, was man dann für eine Challenge als nächstes hat. So, man muss sich aber möglichst mittig davor zielen, sonst da nicht vernünftig durchfliegen kann. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal kurz noch Richtung Expeditionsbasis boosten. Das kann man von dort aus ja auch ganz easy machen. Jetzt habe ich zum Beispiel schon 5 Gebäude. Bin ich durch 5 Gebäude geflogen. Das musste noch ein paar Mal wiederholen und dann hat man das auch schon direkt. Wenn man dann noch zweimal die Piratenkanonen oder in der Nähe von Piratenkanonen sind ja auch meistens Kugler schon. Kann man dann benutzen. 5 Matches. Wenn man jedes Mal noch 5 Gebäude mit der Kanone zerstört, hat man es relativ schnell. Jetzt kann man noch gucken, ob denn hier eventuell der ein oder andere Gegner ist. Auf jeden Fall am Ende seht ihr nochmal die letzten Staffeln von den. Die letzten Etappen von den gestaffelten Herausforderungen. Wenn jetzt hier noch irgendetwas passiert, dann sehen wir uns auf hier, dann gibt es einen kleinen Cut. Ah, da vorne ist schon der erste Gegner. Dann werde ich möglichst versuchen, natürlich mit der schallgedämpften Ska zu killen. Oder auch nicht. Da hat er kurz Laser. Passiert. So, hiermit, schade, dass ich eigentlich keine Schatzkarte hatte. Es wäre auf jeden Fall cool gewesen. Auf jeden Fall ist das Kill machen auch eigentlich sehr easy im puren Goldmodus, weil man einfach eine deutlich größere Chance natürlich auf gute Waffen hat. Und da nicht immer mit so ganz schlechten Waffen da rumhantieren muss. Nur auf jeden Fall ganz guten Vorteil.
So, hier kommt man auf jeden Fall in die Zone. Da unten ist direkt der nächste Gegner. Lul. Ich gebe heute jedem aber auch nur solche Shots, ne? Der hatte leider auch keine Schatzkarte. Und ich habe immer noch keine. Kein Kill mit einer Zielfernrohrwaffe oder mit einer schallgedämpften Waffe gemacht. Gut. Als Zielfernrohrwaffe natürlich mit der Thermal Scope kann man das auch ganz gut machen. Aber hier werde ich jetzt als nächstes auch nochmal die Piratenkanone benutzen. Auf ganz entspannt. Hier oben stehen ja welche. Kann sich von hier aus einfach ins Schiff boosten. Wobei das kein... Ah, so kommt leider schon. Ich könnte mich durchs Haus boosten. Ah, komm, dreh. Schön durch. Gerade durchgeschossen. Das finde ich echt gut. Aber manchmal muss man echt aufpassen, weil die super gerade schießen. Diese Kanonen haben einfach eine hundertprozentige Zielgenauigkeit ohne Blumen. Hier nochmal ein paar Gebäude zerstört. Da muss man weiter. Ja, eine Schatzkarte. Es ist einfach. Da muss man einfach ein bisschen suchen. Soll es aber in diesem Modus geben. Ich wäre ja eigentlich unlogisch, wenn es sie nicht geben würde. Weil natürlich der Schatzinhalt nicht so besonders ist. Diese Steinfiguren bewegen sich ja auch immer wieder. Da, hier oben werden auch nochmal Piratenkanonen. Kann man dann auch immer noch benutzen. Also einmal nämlich hier so vorbeigucken. Da macht man so die paar Sachen. Sich zum Beispiel hier so einmal durchrasieren. Kann direkt weiter. Hat man mittlerweile schon 10 Gebäude zerstört. Sollten wir es in vielleicht 3, maximal 3 Runden schaffen, wenn man wirklich darauf geht. Das sollte soweit easy sein. Ah, für die Kugler, also man sollte ja mal versuchen, jedes Mal, wenn man irgendwo landet, dass man auch Kugler benutzt. Weil man ja 5 Stages hat. 5-mal mit dem Kugler. Jetzt habe ich übrigens auch schon 60 Gegner im Verlauf eines Matches überlebt. Das ist auch ganz easy. Ja, also, ich werde euch jetzt nochmal die letzten Sachen zeigen, also die weiteren Stages von den Herausforderungen. Und dann sehen wir uns dort dann wieder. Bis gleich. Ich hatte jetzt noch mal kurz nachgeguckt und die nächsten Landeherausforderungen sind dann bei Rita Row. Danach müsst ihr bei Happy Hamlet landen, wo ihr dann ja auch die Kills machen müsst. Das heißt, ihr könnt es euch sparen, auch in den anderen Teilen zu machen. Und als Stats muss man noch mal in Pleasant Park landen. Das heißt, das ist auch komplett geschenkt. Auf jeden Fall solltet ihr im Gold-Modus natürlich auch die schallgedämpfte Sniper mitnehmen. Und am besten ist, dass die Herausforderung mit Überlebe 60 Gegner richtig gut funktioniert. Ich habe eben gerade gewonnen. Natürlich habe ich dann keine 60 Gegner überlebt. Ja, ist leider ein bisschen verbuggt. Und bei den 60 Gegnern kann ich deshalb ja auch nicht gucken, wo die nächsten Herausforderungen sind. Das steht auch nirgendwo im Internet. Deshalb, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein kleines Abo da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.
das war ein bisschen knapp. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich nicht sogar damit selbst gekillt hätte. Aber so, nochmal auf ganz entspannten Sieg dabei. Auf Challenger schwitzen, aber trotzdem eben halt so ganz sneaky den Sieg abgeholt. 6 Kills, schöne Runde, gefällt mir. Weiterer Solo-Sieg in Season 8. Ja, dann kommen jetzt noch die letzten meinen Aufgaben. Dort werde ich euch dann gleich noch die Orte sagen. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder.